Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge den Hampelmann spielen. Yeah! Guten Tag! Ja, der Chris ist auch mal wieder dabei. Hä? WTF? Hä? WTF? Hä? Wann sieht man die hier? Hä? Lol, Bug! Wir haben einen Bug entdeckt. Yeah. Ja, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, sind uns die zwei Herren beigetreten und ich muss es leider eiskalt rausschmeißen. Falls die beiden das Video sehen, sorry, aber ich habe vergessen, auf privat zu stellen. Ah, passiert doch. Ja, mein Gott. Ich sag sowieso den Leuten in YouTube, wenn sie mitmachen wollen, müssen sie mir GT in Xbox halt eben schicken. Also mir eine Nachricht schreiben, damit das sie wollen. Die müssen einen PC haben, die müssen ein gut funktionierendes Headset haben. Für den PC halt und ja. Teamspeak. Und Teamspeak, ja. Ansonsten können sie sich die Zusammenarbeit in den Arsch schieben. Naja, ansonsten gäbe es noch eine Möglichkeit, indem ich den durch das Aufnahmeprogramm nimmt er auch automatisch ja hier das Spielechat auf. Ja, das stimmt, das geht auch, aber das ist umständlicher. Ja, also man muss sich zwei Headsets tragen. So wie ich gerade. Zum Beispiel. Und da tut irgendwann am Kopf weh. Also mir tut's am Kopf weh. Ja, du hast ja große Headsets. Ich habe jetzt ein großes für Xbox halt, wo ich jetzt gerade rüber. Nee, ich benutze dann ein kleines Headset. Mit meinem Ständer und meinem Mikrofon. Nee, ich habe zum Beispiel, wo wir hier GTA früher aufgenommen haben. Genau. Versprecher von der Win. Schwanz im Mund. Mindestens. Nein, wo wir hier GTA aufgenommen haben und so und wir mit denen in Spielechat reden wollten und so. Ja. Habe ich ja auch zwei Headsets aufgehabt. Okay, das wusste ich nicht. Ein kleines und halt immer ein, das ich jetzt aufhabe. Mhm. Mit dem ich über dir reden bin. Ich habe hier noch ein Turtle Beach, aber das ist WLAN. WLAN? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann benutzen, wenn das Headset kaputt geht. Es geht auch langsam kaputt. Ja, man gibt alles den Geist auf, ne? Elektronik von heute. Ja, es ist ja auch fast eineinhalbes Jahr, glaube ich, sind das jetzt, ist das alt. Das ist noch Titanfall. Von Titanfall, das erste Turtle Beach. So, dann wollen wir mal die erste Mission machen. Wir können hier auch einstellen, ob schwer, Spielersuche, schnelle Suche. Schnelle Suche habe ich nie verwendet. Kriegen wir nur Kackknops rein. Ja, als ob. Ja, bei schwer ändert sich eigentlich die Credit-Anzahl und die Ausrüstungsobjekte. Aber die Gegner sind dann nicht eben definitiv schwerer. Aber wir lassen das mal auf normal. Man soll es nicht übertreiben. Müsli-Riegel! Müsli-Riegel! Was? Ich kann Ihnen nicht gehen. Was? Ja, doppelläufige Schrotflint hat er mir gedroppt. Läuft ja. So. Ja, dann los geht's, 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 los und mach irgendwann mal Best-of davon. Ja, mindestens. Oh, hey. Ja. Achtung, fertig. Und. Hallo, Akbar! Nein! Mann! Oh. Ja, und zur Zeit, ey. Alleine was auf. Ja. Auch wenn man zu mir reden hat. Hm. Alleine konnte ich das auch nicht. Ja, es. Also, das einzige alleine wortwörtlich, das ich wirklich durchgezogen habe, war ja hier Dying Light. Stimmt, das hast du auch noch Let's Play gehabt. Ja, das habe ich ja komplett Let's Play und da habe ich ja Minimum hier. Ein, zwei Mal hatte ich jemanden dabei gehabt.
Zum Beispiel Nachtheld hatte ich da drin gehabt, von dem wir schon Ewigkeiten nichts mehr gehört haben. Na, ja, der hat seine Xbox auch leider verkauft gehabt. Hat er? Mhm. Wenn Sie mir Zugang okay. zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich den Aufenthaltsort finden. Naja, man kann ja nicht die Leute zwingen, weiter zu zocken und alles. Nee, nee. Außer wir sind an Stuhlfesten. Das der Tor benutzen. Schlag den Kopf drauf. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Was ich, an sich eigentlich nicht so realistisch finde, ist, eigentlich, wenn du auf so einen Monitor schießt, geht der ja aus. Ja. Ja, wie geil. Da ist nur der Bildschirm kaputt an sich, aber er geht nicht aus. Erinnert mich so ein bisschen an die eine Mission von Call of Duty. Ja. Kiste. Die ganzen scheiß Rucksack. Dinge da finden. Kaputt schießen. Kaputt schießen, okay. MW1. Ah. Naja. Oder? Ey, warte mal. MW1? MW1 war das, ja. MW2 war, war das. Oh, das weiß ich nicht mehr, ey. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das darfst du mich nicht fragen. Das ist schon. Uhrzeit. Soll ja bald abwärtskompatibel werden. Dann geht das richtig ab. Oh ja. Das geht dann richtig ab. Keine Aufnahme, aber dafür zocken bis zum Tod. Suchten COD4. Hallo Akbar! Rassistisch. Zack. Direkt in deine Hackfresse. Ich weiß, dass der Zwang von Kombi. Ja, toll, jetzt bin ich in die Rauchgranate reingelaufen. Egal, yo, look up, bolo. Ich weiß, das ist zwar von den Komiker abgeguckt, aber der hat einfach mal recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man keine Witze über Schwarze oder sonstige macht, weil sie anders sind, was ist denn das? Muss Spaß abkönnen. Ja. Und die das nicht abkönnen, die können mich mal kreuzweise am Arsch lecken, ganz ehrlich. Als ob wir das alles ernst meinen. Würden wir das ernst meinen, Gott, ey. Ja. Da würden wir auch anders reagieren. Würden wir auch anders handeln und alles. Putz. Oh Gott, Knatte! Nein! Nein! Links ist ein lila, ne? So. Ich seh dich auch. Eckstein, alle müssen versteckt sein. Die haben aber an sich eigentlich auch vieles von vielen Spielen abgeguckt. Zum Beispiel das von Deckung zu Deckung. Das ist von Gears of War. Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Setting halt GTA-like. Das Loot-System, was heißt Loot-System? Aber hier so die Aufmachung wie bei Destiny, finde ich. Ja, so das MMO halt von Destiny. Teil, also. Ja. Das ist halt das Rundum-Paket, was hier stimmt. Bei dem Spiel. Das Aufmotzen von Waffen von Army of Two. Nicht Army. Doch. Army of Two. Two habe ich gar nicht gespielt gehabt. Ja, da konntest du die Waffen auch so upgraden und alles. Da konntest du sogar hier noch ein Schild vorne dran bauen an den Waffen. Okay. Konnte man auch nur zu zweit spielen. Kero weiß es. Wir beide haben das gezockt, wo er hier war. Aha. Na, Selbstmord-Loot? Scheiße, Kind Dietrich. Ich auch nicht. Scheiße.
Eigentlich sollte man da nur rein, wenn man. Ihr seht ja da oben, Filter. Kontaminierte Zone benötigt Filterstufe 2. Also passen Sie auf. Also Filter 2. Ja, Filter 2. Und wir haben nur leider. Sieht man hier bei den Fähigkeiten Filterstufe 1. Wir kriegen erst höhere Filterstufe, weil wir die Medic-Tante jetzt hier rausholen. Ich habe neue Knieschoner da drinne. Yay! Jetzt tue ich mir nicht mehr weh, wenn ich mit Skater fahre. Als ob mit Skatern. Okay, fangen wir mit deinen an. Wie mit meinem? Nein, von den Typen. Der hat gesagt, okay, schlagen wir ein paar Schäde ein. Achso, ja, hat er bei mir auch gesagt. Patz! Hä, wie hast du das Radar schon freigeschaltet? Das hat man immer. Echt? Ja. Ach stimmt, ist ja das erste. Oho. Ja, das ist im späteren Verlauf auch ein bisschen... zwingend, dass man das aufeinander abstimmt. Ja, das... Nicht, dass jeder dieselbe Fähigkeit hat. Es gibt zum Beispiel Missionen, die sind auf überschwer, also die Schwierigkeitsgrad herausfordern. Da sind die Gegner alle so übelst overpowered und alles an sich. Halten übelst viel aus. Und ja, wenn dein Team und du selber nicht genug Schaden und gleichzeitig auch noch aushalten, dann kannst du es eigentlich vergessen. Rupf mal die Kopfhörer raus. Feinde entdeckt. Nicht mit mir. Kreischen. Boom. Weiter. Ja, und auch später im Verlauf muss man ja auch darauf achten, was man wo hat. Was für Klamotten. Ja. Na doch. Ja. Hat auch später diese SPS, Lebenspunkte und Fertigkeitsstärke auch eine Rolle. Ich weiß, ich war gerade neu hier in Division drinne und dann haben wir gleich auf schwer gestellt gehabt. Boah, das war ein Krampf, ey. Ich sag nur, wo du mit hier Sascha. Ja, das meine ich ja. Oh, für eine Mission, Alter, haben wir echt 6 Stunden gebraucht. Mhm. Abartig. Hier ist eine kleine Kiste. Ja, weiß ich. Entschuldigung. Geh ich vergraben. Hast du eine Schaufel? Ja. Kriegst du mir die? Okay. Alter. Ist aber nur von. Ist aber nur so eine kleine Schaufel aus Babyzeiten. Hab ich mehr zu tun. Stell mir gerade so vor, er schaufelt sein eigenes Grab mit seiner Schaufel. Wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es gesagt? Hochroten Kopf. Attacke! Guckt plötzlich die Polizei, was machen sie denn da? Ich schaufel mir mein eigenes Grab. Plötzlich kommt diese Polizei und alles und... Und los geht's. Was? Hier müssen wir jetzt aufpassen, ne? Keine Neustation. Ja. Neustation heißt so viel wie, wir können zwar sterben und hier dann liegen wir auf dem Boden, nur man kann uns wiederbeleben. Und wir können uns halt eben nicht selber in einer Zeit wiederbeleben. Also in einer Zeit werden wir nicht wiederbelebt. So. Ja, sonst hat man so einen Buff von 30 Sekunden. Der ist jetzt hier nicht. Hm. Und die Kerle da oben, der Typ da, zum Beispiel dieser Hutch, solche Typen sind dann herausfordernd, übelst viel.
Oder das ist nervig. Ich weiß nicht, was der für ein Damage macht. Ich hab die Aggro auf mich gezogen. Alter. Irgendwo der Hammer hängt. Scheiß Nahkampftypen, ey. Die gehen mir sowas von auf den Sack. Ja, bloß auf die Nahkampftypen werden nach einer Zeit werden sie auch schlimmer, ja. Die werden dann nerviger, die werden dann aggressiver auch. Ich finde, die Zeiten sind auch ein bisschen umstellend, dass sie nicht so extrem aggressiv sind. Bei ein paar KIs sind der wortwörtlich saumäßig. Oh, das ist dein Headset, aber ich weiß es nicht. Oh. Hm. Keine Ahnung, werde ich an der Aufnahme mal hören. Kann doch auch nur bei mir sein. Wahrscheinlich hast du einen Schnacken im Kopf. Das sowieso. Jetzt haben wir noch den Boss da, ne? Hm. Geh mal hier links rum. Ja, yes, ich hab grad die Aggro auf mich. Von hinten! Es gibt sogar so Schwachstellen bei solchen Typen. Die haben hinten so ein rotes Paket. Darauf schießt man und dann fliegen die Kugeln um sich. Diese, ja. Der Munibeutel von denen. Ja. Die sind explosiv. Oder hier solche Granatentypen hier haben ja links und rechts oder am Rücken. Ja, immer so ihre Granatenbeute jetzt. Gibt ihr mir die Pistole? Ja, wahrscheinlich. Wir haben die Medizin in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Ich auch. Keine Verluste. Yeah. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte ihn den Rücken frei halten können, aber wir sind wie man jetzt halt gesehen hat, haben wir 700 Minik-Punkte bekommen. Die können wir jetzt gleich in der Basis für die bestimmten Flügel ausgeben. Einlösen. Genau. Das stimmt. Das stimmt. So, verlassen brauchen wir jetzt hier nicht den Ort, dann kann man Schnellreise machen. Ja, ich lauf hier raus. Nö. Damit die Zuschauer sehen, wie das hier. Wie man hier rausgeht. Damit die Zeit auch ein bisschen gefüllt wird. Ja, genau. Du lachst, du wirst lachen. Das ist schon wieder 18 Minuten. Sind halt die Beatsten. Beatsten. Zack. Und hier. Schnell durchlaufen, bevor die Gamer wieder sagt, la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 l
Ich hab keinen Bock auf die GEMA. Dass das Lied plötzlich doch hier irgendwie irgendwas bedeutet oder so. Alter. Ratatatata. Ne, das Knacken ist von hier. Wenn es jetzt wieder kam. Ja, das ist von dir. Ja. Also geht mein Headset langsam zu Bruch. Fick dich. Arschloch. Nee, tu ich nicht. Fick dich. Nein. Ich kann nicht ein. Halt's mal. Alles klar. Woher kommt denn das Knacken? Von der Buchse. Beziehungsweise von dem Kabel, von dem Stecker selber. Na, merke ich. Hatte mein Handy auch. Deswegen funktioniert mein Headset nicht mehr mit meinem Handy. Weil die Buchse voll im Arsch ist. Ja. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal,
Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was Blätter. Wir können, Dr. Bullshit. Hände. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Eine gute Waffe habe ich bekommen. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Schnicke. Lass mich rein, hat das gerade das Video, ne? Ja, war gerade das Video. Es ist egal, wenn ihr weiter geredet. Ja, es... Mein Gott. So. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Was man in der Beta... Fick dich, ich will weiter schalten. So. Was man in der Beta nicht sehen konnte, halt die ganzen Fähigkeiten und alles. Wie man ausbauen kann und so. Vorteile bringen. Das hier, das brauchen wir zum Beispiel, um die nächste Filterstufe zu kriegen. Das um die... Nee, warte. Wo ist das? Da. Das ist und dann das. Filterstufe spielen erst zum Schluss eine große Rolle. Ja, vor allem wenn man dann später in die Dark Zone rein will. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen... Kinderfliege. Yay. Ausgezeichnet. Endlich können wir all den Kindern und Säuglingen eine angemessene Pflege bieten. Ganz zu schweigen von den Schwangeren. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Ja. Nicht genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben. Bin draußen bereit für den nächsten Einsatz? Für die nächste Folge. Mhm. Seien Sie vorsichtig, Agent. Komm schnell raus. Ich renne. Und ja, man kann hier nicht rennen, leider. So, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, favorisiert das, kommentiert das Video und so weiter und so fort. Und schaut doch auch bei den lieben Chrissy hier vorbei bei Twitch. Da könnt ihr eure Fragen und so stellen. Lost hier. Question, yes. Was? Keine Ahnung. Ah ja. Halt Fragen stellen, die werden wir dann auch während des Let's Plays zum Beispiel beantworten. Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge The Division. Und tschüssi!